Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus dem Schlund. Und zwar habe ich das hier schon einmal im Inventar. Das ist der Fledderschwingen-Sattel des Ernters. Und diesen können wir über die Ventier-Invasion hier im Schlund erhalten. Wenn ihr euch jetzt fragt, was für eine Ventier-Invasion? Es ist so, seit 9.1 könnt ihr, wenn ihr die Startquest absolviert hast mit Cortia, das könnt ihr auch mit Twinks easy skippen, hier im Schlund dementsprechend vier verschiedene Invasionen spielen. Es gibt einmal eine Nightfae-Invasion, einmal eine Ventier-Invasion, eine Kyrianer-Invasion und eine Necrolord-Invasion. Diese Invasionen sind immer 3,5 Tage lang, heißt von Mittwoch ID-Reset bis Samstag 21 Uhr und dann von Samstag 21 Uhr wieder bis zum ID-Reset und in der darauffolgenden Woche in denselben Zeiten wieder. Diese Invasionen sind nicht immer in der gleichen Reihenfolge, aber innerhalb von einem 2-Wochen-Rhythmus kommen alle 4 von diesen Invasionen auf jeden Fall einmal vor. Heißt, ihr könnt alle 2 Wochen euch eine Kiste holen. Und zwar ist es nämlich so, bei den Invasionen müsst ihr immer 4 Weekly-Quests in Anführungszeichen absolvieren und danach am Ende eine Endquest, wo ihr dann irgendeinen Boss umhauen müsst und ein paar Sachen davor machen dürft. Und dann gibt es dementsprechend am Ende eine Kiste und in dieser Kiste kann das Mount drin sein. Die Drop-Chance für das Mount, habe ich gerade mal rausgesucht, ist 4%, also gar nicht mal so wenig. Ihr könnt quasi in diesem 2-Wochen-Zeitraum mit einem Char eine Kiste holen und da dementsprechend habt ihr eine Chance von 4%. Wenn ihr natürlich mehrere Chars habt, so wie ich das auch gemacht habe, könnt ihr eure Chancen natürlich ein wenig erhöhen. Ich habe jetzt, glaube ich, so irgendwas zwischen 60 und 80 Kisten gebraucht, war jetzt nicht so unbedingt im Lucky-Bereich und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ding mal an. Das heißt, Fledderschwingen, Sattel des Ernters. Wir lernen das einmal hier an der Stelle und dann gucken wir mal. Oder warte, wir können mal das anders machen. Kasse. Geben wir das mal so ein. Dann können wir uns nämlich die anderen Mounts auch noch angucken, die von den anderen Invasionen rauskommen. Also hier haben wir dann einmal das Mount. Schauen wir uns das mal ein bisschen im Großen an. Hier diese schicke Fledermaus. Ich weiß, von dem Model gibt es schon das ein oder andere. Und Mount Special schauen wir uns natürlich auch noch an. Ja, hat was, ne? Dreht sich so ein bisschen. Auf jeden Fall recht schick gemacht und passt auch sehr, sehr gut zu den Event hier. So, jetzt geben wir nochmal Kasse ein und ihr seht, hier kommen noch ein paar andere Mounts. Wir haben nämlich einmal noch den Ballspalter der Beinspalter der Wilden Jagd. Das ist das Pendant bei den Nightfae, also das kriegen wir aus der Kriegskassette der Wilden Jagd raus. Der Fledderschwinge oder die Fledderschwinge des Ernters, die war aus der Kriegskasse des Ernters. Und das letzte ist quasi unvergänglicher Schattenhund. Den bekommen wir aus der Kriegskasse der unvergänglichen Armee. Heißt, es gibt bei diesen 4 Invasionen insgesamt 3 Mounts zu ergattern. Bei den Kyrianern gibt es leider keinen Mount, da gibt es ein Spielzeug, habe ich aber auch schon in Video erstellt zu. Ja, das sind soweit die Daten, die ich euch geben kann. Ich hoffe, ihr kommt ein bisschen schneller zum Mount, als das bei mir der Fall war. Ich habe da, wie gesagt, fast 80 Kisten, glaube ich, gebraucht, um schlussendlich das Mount rauszukriegen. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen und dann sehen wir uns gerne im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.